Hallihallo, ich bin's, euer Steffen von Vegane Zeit. Heute geht's um ein Thema, wo ich mich wirklich tierisch drüber aufregen kann. Vor allem erst vor ein paar Tagen. Wir waren echt schockiert. Also es geht um die Tricks der Industrie, wie der Videotitel ja sagt. Welche Tricks meine ich? Es geht halt einfach um die Zutaten. Was die an Zutaten schon allgemein reinhauen, um das Lebensmittel so billig wie möglich zu machen. Dazu kommt halt wirklich, dass sie teilweise dann auch für einen Artikel verschiedene Begriffe verwenden. Zucker, ich glaube Zucker, industrieller, raffinierter Zucker eben, also der schlechte Zucker, der hat, glaube ich, über 20 verschiedene Begriffe, die man auf der Verpackung sehen kann, oder so, zum Beispiel wie Fruchtzucker oder so. Wenn Fruchtzucker extra als Zutat draufsteht, ist das ein raffinierter, künstlich hergestellter Zucker. Und nichts anderes wie der Zucker, der in Süßigkeiten drin ist oder so. Also damit werden wir eigentlich wirklich wortwörtlich verarscht. Die Industrie verarscht uns. Was ich aber noch viel schlimmer finde, das Beispiel hatten wir letztens. Mir ist es ja ganz wichtig, meine kleine Tochter, die zumindest in den ersten 18 Lebensmonaten glutenfrei zu ernähren. Das Video habe ich euch versprochen, warum das so ist. Das wird noch kommen, auf jeden Fall versprochen. Da haben wir natürlich dann immer geguckt, vor allem bei DM und so weiter, welche Sachen das es gibt. Auch, dass sie mal so ein bisschen Sachen zum Knabbern nebenbei hat. Und das ist wirklich, bei DM gibt es auch wirklich viel von Bio. Wir achten auch wirklich darauf, dass es immer Bio ist. Was jetzt da genau direkt dahinter steckt, weiß man nicht. Aber man kann schon mal sicher gehen, dass zumindest gewisse Richtlinien eingehalten werden müssen und nicht die komplette Chemiepalette da drinnen steckt. Auf jeden Fall, wir haben anfangs immer sehr auf die Zutaten geachtet. Da gab es dann halt eben so kleine Knappereien, wie zum Beispiel Hirsekringel oder so ähnlich, wie die hießen. Das ist sowieso auch nochmal so ein Unding. Es gibt ja zum Beispiel Tofu-Nudeln, Hirsekringel oder halt diverse Nudeln, die halt eben nicht wie einen Getreidenamen haben, zum Beispiel Reisnudeln oder sonst irgendwas. Guckt man aber auf die Zutatenliste, ist da sehr viel Weizen zum Beispiel drin. Also Weizen ist ja wirklich das Schlechteste. Das ist eigentlich Müll im Endeffekt. Das ist so nur so eine Mache. Also so, eigentlich ist es kein naturbelassenes Getreide mehr. Das ist mit den Jahren hingezüchtet einfach das billigste Getreide, das es gibt. So. Und ja, aber bei den Hirsekringeln war es definitiv so, dass da wirklich nur Hirse drin war. Da war, glaube ich, noch ein bisschen Reis mit drinnen und halt noch so ein paar andere Früchte sozusagen, die den Geschmack reingebracht haben, aber alles rein natürlich. So, und dieses Mal, meine Freundin guckt drauf, an sich wirklich auf den ersten Blick, sieht die Verpackung so aus wie immer, dreht sie um und auf einmal ist da Weizen- und Roggenmehl drin als Zutat. Denken wir uns so, ey, meine Freundin hat schon gedacht, sie ist jetzt total blöd. Also, wir haben genau die Dinger immer gekauft. Und ja, zu Hause. Wir hatten jetzt keine mehr zu Hause, aber ihre Mutter hatte noch eine Packung zu Hause. Die hat nachgeguckt. Und Tatsache, wir haben die wirklich vorher so gekauft. Da war kein Getreide drin, also kein Gluten. Das steht auch immer vorne auf den Packungen drauf, aber das ist immer so ein schwarzer Kreis mit dem Getreidesymbol, das durchgestrichen ist. Also man guckt das allererste Mal darauf und dann nie wieder. Das stand natürlich nicht mehr drauf. Und was uns dann eben noch aufgefallen ist im Laden, oben in der Ecke, das war so eine kleine Plastikverpackung und das ist sowieso immer alles so zerknautscht und ich habe jetzt kein Beispiel da, aber alles so zerknautscht und zerknüttelt und so weiter und man sieht so gar nicht alle Ecken immer einwandfrei. Oben, links oben in der Ecke, ist so eine kleine rote Fahne, da steht neue Rezeptur drauf. Aber ganz ehrlich, wer achtet darauf? Wenn man das Zeug immer kauft, immer wieder kauft, du guckst doch nicht jedes Mal diese blöde Verpackung an und achtest jedes Mal darauf, ob vielleicht eventuell die Verpackung anders aussieht. Im Endeffekt müsste man eigentlich von jedem Lebensmittel die Verpackung immer mitnehmen und dann genau vergleichen. Weil anhand von diesem kleinen Symbol neue Rezeptur, wer weiß, wie lange das schon drauf ist. Das benutzen viele Firmen, neue Rezeptur oder das neu oder hier neu und jetzt noch größere Verpackung, noch mehr Inhalt. Da steht so viel Mist drauf und im Endeffekt stimmt nicht mal die Hälfte davon, was da drauf steht. Also, was soll man jetzt mit dem Fähnchen neue Rezeptur anfangen? Da muss man wieder anfangen zu vergleichen.
Das ist echt grausam. Im Endeffekt müsst ihr wirklich jedes Mal, wenn ihr solche Sachen kauft, ich weiß, es ist auch nicht das Optimalste, aber manchmal, wenn man halt unterwegs ist, ist es halt einfach und sie mag's. Und im Endeffekt waren diese Dinger auch wirklich zu 100% natürlich, waren auch nochmal bio und da war keine Chemie drin, gar nichts und auch kein Getreide und kein Gluten. Und auf einmal ist das so ein blödes Getreide, also Gluten drin. Oh, da kann ich mich aufregen, wie ihr merkt. Okay, aber das will ich jetzt nicht weiter ausschweifen. Ihr könnt meinen Ärger spüren oder sehen oder hören. Ich wollte euch einfach nur davor warnen, achtet darauf wirklich, zumindest achtet immer grob drauf, einfach mal schnell auf die Zutaten zu gucken. Es ist sowieso gut, Lebensmittel mit so wenig Zutaten wie möglich zu kaufen. Von daher habt ihr nicht viel zu kontrollieren, aber wirklich, ihr müsst anscheinend da wirklich ständig drauf gucken oder achtet halt eben immer auf irgendwelche Anzeichen wie neu oder neue Rezeptur oder irgendwie sowas. Halt irgendwas, was neu das kennzeichnet und dann guckt euch das genauer an. Und dann hoffe ich einfach mal, dass sich das vielleicht auch mal ein bisschen ändert, wenn die Industrie merkt, dass wir Menschen einfach nicht mehr darauf reinfallen, dass wir uns nicht mehr verarschen lassen. Deswegen Kopf hoch. So, ihr merkt, mein Ärger war groß, aber wie ihr sehen könnt, ist das Video schon zu Ende. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und damit ihr kein weiteres Video verpasst, abonniert meinen Channel. Das Abonnieren-Dingsbums da scrollt da immer hin und her. Klickt da einfach drauf und ihr abonniert mich. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ciao, euer Stefan.